haben mir gesagt, es liegt ein Vorfall wegen sexuellem Missbrauch vor. Habe das dann so erfahren und musste dann auch bestätigen, dass ich die Mutter bin und dass es sich dabei um mein Kind handelt. Was sagen Sie denn im zweiten Verfahren? Ich war zu der Zeit schon wohnhaft in Köln und da denkt man sich natürlich, Freunde will man so oft wie möglich wiedersehen und wenn man mal die Gelegenheit hat, dann nutzt man die natürlich. Deshalb hatte ich mich dann mit Laura verabredet gehabt. Ja, und sie kam mir dann nach kürzester Zeit mit dem Vorschlag, dass sie mit den Kindern ja auf den Spielplatz fahren könnte, dass die ein bisschen zusammen spielen können, damit ich noch meine Erledigung erledigen kann. Das habe ich natürlich für gut befunden und habe mir dabei auch nichts Böses gedacht. Und habe deshalb natürlich das Vertrauen gegeben und ihr meine Tochter dann mitgegeben, ohne weitere Bedenken. Sie war mit ihrem Auto da und hat die Kinder dann mitgenommen. Ich habe zu der Zeit meine Erledigungen getätigt, aber in der Zeit war auch kein Kontakt. Also sie hatte mir nicht geschrieben oder irgendwelche Bilder zukommen lassen, das war in der Zeit nicht. Sie hatte sie gute 2 Stunden. Ich habe sie ihr so gegen 17 Uhr mitgegeben und um 19 Uhr, so gegen 19 Uhr sind sie dann wiedergekommen. Wir haben uns bei meiner Mutter getroffen, weil das war eigentlich immer so unser Platz, wo wir uns getroffen haben. Das war einfach so Routine, sage ich mal. Das lief ganz normal ab. Meine Tochter hatte gute Laune, hat Spaß gehabt beim Spielen. Also sie hat da keinerlei Anzeichen gezeigt, weshalb ich mir auch nichts Böses gedacht habe am Anfang. Wie wir wieder zu Hause waren, da wurde sie auf einmal sehr anhänglich. Das ist mir aufgefallen. Und die Angst vor Dunkelheit hat plötzlich eingeschlagen. Das war vorher nicht. Ich habe sie natürlich in allem unterstützt. Wenn sie mich gebraucht hat, war ich da. Aber dass sowas dann dabei rauskommt, damit hätte ich nie gerechnet. Das erste Mal habe ich es gehört, nachdem die Kripo mich informiert hat. Ich wurde angerufen, haben mir gesagt, es liegt ein Vorfall wegen sexuellem Missbrauch vor. Es wurde aber nicht erwähnt, dass es sich dabei um ein Kind handelt. Ja, und dann wurde ich darum gebeten, zur Zeugenaussage zu kommen, dass man dringendst meine Zeugenaussage braucht. Ja, und dann habe ich den Termin erhalten und bin dann dahin und habe das dann so erfahren und musste dann auch bestätigen, dass ich die Mutter bin und dass es sich dabei um mein Kind handelt. Das waren 2 Männer, die mich verhört haben. Er hat es sehr vorsichtig gemacht. Also ich habe es ja im Grunde genommen schon dadurch gesehen, dass die Akte auf den Tisch lag mit dem Foto von den bekleideten Kindern. Ja, und dann kamen so Stück für Stück die Fragen. Es war ein sehr schlimmes Gefühl für mich, muss ich sagen, meine Tochter da so zu sehen. Das ist ja auch ein Missbrauch allgemein, ne? Als Mutter, wenn man sowas sieht. Das war eine ganze Akte voll mit Bildern, die auf Papier gedruckt worden sind. Also da sind ja ziemlich viele Bilddateien erstellt worden. Und ja, das war einfach ein Schock. Das ist gar nicht zu beschreiben. Meine Tochter lag unbekleidet auf dieser Netzschaukel, die Sie da im Hintergrund sehen können. Und da wurde sie dann freizügig fotografiert. Allein schon anhand von der Kleidung. Das Kleid wurde hochgezogen, was sie anhatte. Und dann untenrum wurde sie dann freigemacht. Und anhand dessen, man erkennt sein Kind einfach. Ne? Das wusste ich erst, nachdem ich ins Polizeipräsidium Köln reingekommen bin und quasi in den Verhörsaal gekommen bin, so nenne ich das jetzt mal. Und ich da die beiden Fotos gesehen habe von den bekleideten Kindern. Da wusste ich dann schon, dass es sich dabei um die Frau handelt. Gefühlstechnisch Wut, Vertrauensbruch, Hass, Schock. Also das ist, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist so ein schlimmes Gefühl gewesen, mein Kind da so zu sehen, weil ich habe ja die Verantwortung und vertraue dieser Frau mein Kind an und dann passiert sowas. Ich habe mich quasi selber schuldig gefühlt. Warum? Weil ich mein Kind jemand anderem anvertraut habe, dem ich es nie zugetraut hätte und dann sowas passiert. Am liebsten hätte ich, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist zu böse, glaube ich. Ich musste mich auf Bitte der Kripo normal weiterverhalten. Also ich durfte nichts irgendwie Auffälliges nennen oder erwähnen. Ich musste quasi die Freundschaft weiter vorspielen, damit die Ermittlungen weiterlaufen konnten. Weil sonst hätte das quasi den Ermittlungen stören können und sie hätte Beweismaterial entfernen können.
Deswegen musste ich mich ganz neutral verhalten und durfte mir nichts anmerken lassen, was natürlich auch sehr schwer ist. Ich habe innerlich gekocht. Ich muss es offen und ehrlich sagen, ich wäre am liebsten auf diese Frau losgegangen und hätte wer weiß was gemacht. Aber man muss in dem Fall vernünftig bleiben, allein schon, wenn die Polizei einen bittet. Ich habe mir nur gedacht, wie kann man sowas tun? Also ich konnte mir da gar nicht wirklich irgendwelche Gedanken machen, großartig, weil es war dieser Schock, der saß so tief, man kriegt die Gedanken gar nicht geordnet. Wie geht's Ihnen heute mit diesem Gefühl, vor allem auch hier zu sein? Sie sind das erste Mal hier, ne? Ich bin das erste Mal hier, richtig. Und es ist ein sehr komisches Gefühl, bin ich Ihnen ehrlich. Diese Schaukel zu sehen und dann den Gedanken zu haben, da ist es passiert, da lag meine Tochter halb nackt drauf. Da wurden Handgriffe gemacht. Die Dame ist mit der Hand zwischen die Beine gegangen und das ist Schock, Schock. Sie sind dann nach Hause, da ist der Papa, da ist die Kleine. Wie haben Sie da reagiert? Haben Sie ihn erstmal angerufen oder eine WhatsApp geschickt, wir müssen dringend reden oder wie? Das ist ja erst viel später rausgekommen, 2-3 Monate später erst. Ich habe das auch, hätte mich die Kripo nicht angerufen, hätte ich es persönlich nie erfahren. Und dann habe ich dann meinen Mann darüber informiert und auch der war natürlich sehr geschockt. Wäre auch am liebsten in allen Wolken gesprungen, ausgerastet. Ja. Ich habe meine Tochter einfach versucht zu schützen. Ich habe sie, erstmal nachdem ich das erfahren habe, habe ich sie ganz fest in den Arm genommen. Und dann habe ich erstmal versucht, die Kontakte weitgehend zu meiden. Weil der Vertrauensbruch so groß war, ich hatte einfach Angst, dass nochmal irgendwas passiert. Ich habe sie erstmal nirgends mehr hingegeben. Eine längere Zeit. Gut ein halbes Jahr habe ich sie nicht mehr irgendwo hingegeben. Heute bin ich wieder ein bisschen offener damit. Ich habe meine Leute, denen ich vertrauen kann, weil das Kind braucht soziale Kontakte. Man kann das Kind wegen sowas nicht ewig einschließen. Aber man passt natürlich auf, was man tut. Also man guckt genau hin. Es ist nicht mehr so, ach ja, mach mal und dann... Also da ist man schon genauer geworden, ja. Welche Auswirkungen hat denn diese Tat auf Ihre Tochter, wenn es denn überhaupt Auswirkungen gibt? Merken Sie irgendwas? Nein, aktuell nicht, da bin ich Ihnen ehrlich. Man merkt ihr nichts an. Also es könnte sein, dass sie gut davon weggekommen ist, aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt, weil sie ist noch jung und es kann im Alter noch viel passieren. Ich war aus folgenden Gründen da. Ich wollte mir diese Genugtuung geben. Ich wollte sehen, dass diese Frau eine harte Strafe kriegt, dass sie für das, was sie tut, bestraft wird. Aber es ist nicht so gekommen, wie wir es gern gewollt hätten. Ich hätte ganz ehrlich gern gehabt, dass sie Haftstrafe bekommt, weil meine Tochter war nicht das einzigste Opfer. Aber es wurde dadurch nur Bewährungsstrafe ausgesprochen. Dadurch, dass sie ja zur Tatzeit erst 20 war, wurde dann eine Jugendstrafe ausgesprochen und die fällt leider Gottes immer niedriger aus. Also wir sind erstmal eingetreten in den Saal, haben Platz genommen. Später kam die Frau dazu und uns wurde beiden von unseren Anwälten geraten, keinen Augenkontakt aufzunehmen. Wir haben also quasi stetig entweder den Anwalt oder die Richterin angeguckt. Ich war innerlich sehr angespannt, auch mit einer leichten Nervosität, aber ich habe eine tolle Prozessbegleiterin dabei gehabt, die Frau Specht. Die hat mich sehr gut in Schacht gehalten. Ebenso Herrn Ertungsch, mein Anwalt. Also ich war in guten Händen und das ging dadurch sehr leicht, ja. Um einen einfach ruhig zu halten, damit man keine falschen Handlungen macht. Auch zum Schutz, sage ich mal. Weil die Ruhe, die die beiden ausstrahlen konnten, das war schon enorm. Ich bin schon noch sehr angegriffen, aber man muss sich ja zusammenreißen. Man kann ja nicht, wer weiß, wie in die Luft gehen. Sie war recht locker gekleidet, also eher auf Freizeitstil. Und nein, sie hat keine Einsicht gezeigt. Da kann man ehrlich sagen, sie hat keine Einsicht gezeigt. Sie hat nur versucht, so weit wie möglich alles runterzuschrauben. Und das war's dann. Also da war keinerlei Einsicht. Der Verteidiger hat sie so gut wie möglich dann hat auf sie eingeredet. Sie müssen hier nicht antworten, sie müssen dazu nichts sagen. Also so, dass sie quasi ziemlich runtergeschraubt worden ist. Dass sie auch gar nicht wirklich die Möglichkeit hatte, was zu sagen. Ja, wenn man seine Tat nicht eingesteht, ist es meiner Meinung nach feige. Bin ich Ihnen ehrlich. Weil man hat es getan, man steht vor Gericht, man kann es nicht mehr leugnen. Man muss zu seiner Tat stehen. Nun ist morgen der Berufungsprozess. Gibt es irgendwelche Erwartungen, die Sie an diesen Prozess haben? Ja, ich hoffe, dass die Strafe härter ausfällt als die erste Strafe. Weil sie soll spüren, was sie getan hat. Man kann das nicht rückgängig machen und
ja, man weiß nicht, ob ein bleibender Schaden hinterlassen wurde. Weil noch ist meine Tochter jung. Man weiß, wie gesagt, nicht, was die Zukunft bringt. Nur noch über Facebook, nachdem es dann rausgekommen ist, dass die Polizei Bescheid weiß. Sie hat sich dann quasi selbst verraten mit einem gewissen Spruch. Ich wollte den Kontakt zu ihr abbrechen offiziell, nachdem die Polizei es zugelassen hat. Und ich hatte ihr dann ein schönes Leben gewünscht und daraufhin schrieb sie dann, ja klar, auf 12 Quadratmetern. Also damit wollte sie dann andeuten, dass sie wohl ins Gefängnis geht. Also ich habe sie in den meisten Fällen nur in ihrem Elternhaus erlebt und da war natürlich alles tiptop sauber. Und so im privaten Haushalt habe ich sie nie angetroffen. Ich wollte sie mal in ihrem Haushalt antreffen, aber da wurde ich dann gebeten, unten zu warten. Ich denke mal, dass das schon hätte ein entscheidender Hinweis sein müssen. Aber ich habe mir zu der Zeit nichts gedacht. Ich wusste, dass sie mit ihrem Ehemann zwischendurch mal in den Zwingerclub geht, dass ihr das eine große Bedeutung hat, die Sexualität, aber dass da tierische und kindliche Handlungen mit bei sind, das wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihr mein Kind niemals, niemals mitgegeben. Also es geht um schweren sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Das ist natürlich eine heikle Sache, wenn das halt auch jetzt in diesem Prozess, wenn man das jetzt halt beurteilen mag, es ist noch nicht rechtskräftig. Das im Ausgangsverfahren wurde ein Jahr Jugendbewährungsstrafe verhängt und eine Woche Arrest. Insoweit bleibt es abzuwarten, wie die obere Instanz das halt bewertet. Natürlich sind wir hier im Rahmen der Nebenklage und schauen, inwieweit wir da selber dann Rechtsmittel einlegen werden. Also der Vorwurf ist insgesamt dahingehend, das ist schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen. Da soll halt die Freundin meine Mandantin ist minderjährig, vertreten durch ihre Mutter, soll ihrer Freundin das Kind anvertraut haben. Und die Freundin hat dieses Vertrauen insoweit missbraucht und das Kind dann halt auf einen Spielplatz gebracht und soll es dann halt sexuell dahingehend verletzt haben, dass sie es missbraucht hat. Sie soll Fotos von dem Kind gemacht haben und das Kind, da sollen auch Genitalien mit angefasst worden sein, dass das Kind dann halt Fotos gemacht worden sind. Und diese Fotos soll sie halt auch ihrem Freund zur Verfügung gestellt haben. Also es wurde im Ausgangsverfahren halt gesagt, dass sie das nicht selbst wollte, sondern halt ihrem Freund zuliebe getan habe, um halt ihren Freund halt auch zu gefallen und sexuelle Anreize diesbezüglich zu schaffen. Und das dahingehend hat sie diese Möglichkeit halt nutzen wollen, was allerdings halt moralisch verwerflich ist. Also für mich schlecht nachzuvollziehen, weil wenn man da ein Vertrauensverhältnis zu seiner Freundin hat und dieses Vertrauen dann halt missbraucht und das Kind, was dafür nichts davon so wirklich dafür kann, dass es halt da anvertraut worden ist und dann missbraucht worden ist, das ist natürlich ein Skandal. Also das, wenn man halt so eine Vertrauensstellung genießt und dieses Vertrauen halt als Freundin missbraucht und das Kind dann halt mit auf den Spielplatz, da wo das Kind eigentlich spielen wollte und dann halt Fotos von quasi Intimstellen dann halt und das halt auch noch sich daran vergreift, dann kommt da der kalte Schimmer jeden einzelnen Bürger in einen, der kalte Schauer, dass man das nicht verarbeiten kann. Und da ist man dann traumatisiert. Da gibt es dann halt psychologische Beratungsstellen, die einem da gegebenenfalls Hilfestellungen geben sollten und was man auch in Anspruch nehmen sollte in solchen Fällen. Also dem Kind wird natürlich suggeriert, dass es halt dahin gebracht worden ist, damit es halt seine also sich Spaß haben kann daran und dann ist es wie in einem falschen Film, dass sie dann halt dort
Opfer einer Straftat wird und wie sieht das halt der Verarbeitungsprozess ausschaut. Das zeigt sich im Laufe der Jahre und das wird sich wahrscheinlich oben hier im Kopf festsetzen und irgendwann wird das dann aufblühen und da ist die Geschädigte ist traumatisiert. Das wird sie im späten Alter kennen, also womöglich dann halt spüren und das ist halt das Skandalöse daran. Ich habe das so weit erlebt, dass die Angeklagte eher passiv war, der Verteidiger halt dann halt die Rolle übernommen hat. Es gibt ja auch ein Gutachten, was der Angeklagten attestiert, dass sie die Tat in verminderter Schuldunfähigkeit begangen habe. Und das ist dann ein Strafmilderungsgrund, dahingehend, dass das Gericht dann als Veranlassung sah, dass eine milde Strafe zu setzen halt. Da hat der Verteidiger dann halt Rechtsmittel eingelegt und wir werden sehen, wie die zweite Instanz, das Landgericht, das hier einschätzen mag. Also sie hat sich jetzt nicht ausdrücklich dafür entschuldigt. Sie hat halt die Schuld ihrem Freund zugewiesen und gesagt, dass sie keine andere Veranlassung sah und das halt ihrem Freund zuliebe getan hat und das als Rechtfertigung für sich. Also da ist ein privater Chat halt benutzt worden und das kam an die Öffentlichkeit und dahingehend wurde es dann halt öffentlich und es wurde dann halt ermittelt und es konnte der Angeklagten insoweit zugewiesen werden. Die Ermittlungsbehörden haben gut gearbeitet und dahingehend wurden die dann halt als Täter hier aufgefunden und deswegen halt wurde das halt auch zur Anklage gebracht. Also in der Hausdurchsuchung wurden halt mehrere Bilder gefunden, sowohl halt im Missbrauchsbereich von sexuellen Minderjährigen und dann natürlich noch andere sexuelle Anreize mit Tieren. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber dahingehend wurden so viele Spuren gefunden, dass man hier sagen kann, dass es nicht Einzelfälle sein können, sondern mehrere Fälle. Aber es handelt sich halt hier jetzt nur um den einen Tatvorwurf, den wir hier zur Anklage gebracht haben. Ja, es wurde so, das Kind soll ihr halt entzogen worden sein und sie soll in Messi-ähnlichen Zustand gelebt haben, so dass das die Wohnung gar nicht so wirklich passierbar war und dass sie halt da nicht so wirklich viel vom Alltag mitbekommen habe. Ja, also das wusste meine Mandantin nicht dahingehend, dass sie solche sexuellen Neigungen hat und dass natürlich keine Mutter der Welt würde das dann halt ihr Kind in Obhut einer Freundin geben, wo sie wüsste, dass sie solche schädlichen Neigungen hat. Insoweit ist sie natürlich auch davon traumatisiert. Die ganze Ehe hat natürlich auch da Leid und erfahren und insoweit gehört das jetzt auch zum Verarbeitungsprozess, dass das jetzt hier abgeschlossen werden kann. Natürlich für die Zukunft wird sie immer Leidtragende sein und das zu verarbeiten wird sehr, sehr schwierig. Warum wurde denn Berufung eingelegt und wie bewerten Sie das? Also das wird, da weiß ich nicht, was der Verteidiger für eine Taktik dort hier nachgeht oder was für eine Verteidigungstaktik er verfolgt. Also das Urteil finde ich auch noch meiner Meinung nach zu milde, aber letztendlich mag das Gericht darüber befinden, es wurde eine Ausgleichszahlung angeboten, der kommt die Betroffene nach. Allerdings wird das nicht das Übel, was auf Seiten meiner Mandantin gelaufen ist, beseitigen. Also in der Berufungsverhandlung, wir haben eine reine neue Tatsacheninstanz, da werden dann halt Zeugen eventuell auch vernommen. Wir werden da sein, weil als Nebenkläger hat man halt auch ein Anwesenheitsrecht. Dies möchte meine Mandantin auch gerne wahrnehmen. Diesbezüglich hat sie auch eine psychosoziale Prozessbegleiterin, die halt die Funktion hat, auch sie zu begleiten. Da wird sie halt natürlich nicht inhaltlich dazu Stellung nehmen, aber sie halt auch stärken dahingehend, dass sie halt auch ihr Recht wahrnehmen kann. Ich kläre sie natürlich umfangreich über ihre Rechte auf. Dahingehend haben wir im ersten Prozess auch es erreicht, dass sie einen Zahlungsanspruch erwirkt hat, den die Täterin natürlich auch nachgeht. Und dahingehend das halt im Wege der Adhäsion, Schmerzensgeld und eine Genugtuung dahingehend, dass sie das verarbeitet. Was waren die Beweggründe? Wieso kam es dazu? Und warum hat es dazu kommen müssen? Und dahingehend, dass sie das halt auch quasi ein Urteil herbeisieht und das halt auch selbstständig abschließen kann.
Ich bin als psychosoziale Prozessbegleitung beigeordnet worden und meine Aufgabe ist im Wesentlichen, dass mutmaßliche Opfer, wobei ich immer von Geschädigten spreche, auf den Prozess vorzubereiten, den Ablauf des Prozesses zu erklären, aber sie auch psychisch aufzufangen, damit sie letztendlich in der Lage sind, den Prozess durchzustehen und auch eben wahrheitsgetreu ihre Angaben zu machen. Ich hatte mehr mit der Mutter zu tun, wobei der Vater auch hinzukam. Die Mutter ist natürlich die gesetzliche Vertreterin des Kindes. Also habe ich die Mutter betreut und auch den Vater, weil das natürlich für beide sehr schwierig war. Alleine schon zu wissen, dass das Kind missbraucht wurde, waren die auch psychisch, brauchten Hilfe, einfach Unterstützung, um das Ganze durchstehen zu können. Ich habe gemerkt, dass für diese Familie, die durch Liebe und einen tollen Zusammenhalt quasi eine heile Familie darstellt, dass dieser Eingriff in die Persönlichkeit, also es ist nicht nur, dass dem Kind quasi wehgetan wurde seelisch, aber eben auch, es hat die ganze Familie durcheinander gewirbelt. Ich habe festgestellt, dass alleine mit der Tatsache umzugehen, dass das passiert ist, dass es ihnen passiert ist, das war für die beiden schon harter Tobacco. Die haben gelitten, das hat man auch gemerkt. Ja, das war zunächst einmal schwierig, weil wir auch davon ausgehen müssen, also zunächst einmal mit der Tat umgehen zu lernen und dann aber auch sich mit der Justiz konfrontiert zu sehen. Das waren zwei Themenbereiche, die sie natürlich auch verunsichert haben. Dass dem Kind was passiert, man wusste ja auch noch nicht das Ausmaß, weiß man auch heute nicht, was macht das mit dem Kind oder was hat es mit dem Kind gemacht. Aber als Eltern, da kommen natürlich auch die Versagungsängste der Eltern, das ist ganz klar. Und wie lebt man damit? Wie geht man damit in Zukunft um? Weil in diesem speziellen Fall war es noch die beste Freundin und das war schwierig. Ich hab das an beiden gemerkt, dass die also verängstigt waren, dass sie auch zitterten bei dem ersten Treffen. Und das Ausmaß kann man sich nicht vorstellen, das ist immens. Welchen Tipp geben Sie denn Eltern, wie die mit ihrem Kind umgehen sollen, wenn die Eltern wissen, dass dem Kind da etwas in dieser Richtung passiert ist? Das ist ganz schwierig. Es ist natürlich auch von Mal zu Mal unterschiedlich, weil es auch typbedingt ist. Am besten wäre es, sage ich immer, wenn man Kinder schon sehr früh zum Beispiel zum Selbstverteidigungskurs schickt oder sie eben stark macht fürs Leben, ohne ihnen Angst zu machen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man eine gewisse Normalität weiterhin hat, aber dass man das Kind auch stärkt in dem, was es tut. Mit viel Liebe und Geduld kann man weiter durchs Leben gehen. Und dann natürlich auch versuchen, kindgerecht, wenn Fragen auftreten, sie zu beantworten, aber auch ehrlich zu sein. Ich würde immer empfehlen, das Kind nicht darauf anzusprechen, weil man nicht weiß, was das Unterbewusstsein mit dem Kind macht. Es kann sein, dass das Kind das gar nicht mitbekommen hat. Dann würde man tote Hunde wecken. Oder man, wenn Fragen kommen, dass man dann diese Fragen auch beantwortet, wahrheitsgemäß, aber eben kindgerecht. Also ich würde niemals zu meinem Kind sagen, also dir ist da was ganz Schlimmes passiert, dann mache ich dem Kind erstens Angst und zweitens weiß das Kind vielleicht gar nicht, dass so was Schlimmes passiert ist. Das Kind empfindet ja ganz anders, als ich als Mutter oder als der Vater empfindet. Ich würde abwarten, was passiert. Also in diesem besonderen Fall, den ich jetzt gerade begleite vor Gericht, ist mir aufgefallen, dass die Mutter schon sehr früh sagte, dass die Tochter, also unmittelbar nach der Tat zum Beispiel, nicht mehr im Dunkeln einschlief. Da musste immer Licht sein und das kann man so oder so werten. Es kann sein, dass das mit der Tat zusammenhängt. Es kann aber auch sein, dass das Kind was anderes erlebt hat im Täglichen. Es könnte ein Indiz sein und dann bleibt mir als Mutter eigentlich nichts anderes übrig, als erstmal Licht anzumachen und sehen, wo das hinführt. Man weiß zu wenig. Gerade wenn dieses Kind so klein noch war, weiß man nicht wirklich, es kann Schaden genommen haben seelisch, aber es kann auch keinen Schaden genommen haben. Aber die Eltern müssen halt, sie müssen schon stark sein. Es wäre immer gut, sich Hilfe zu holen. Dazu rate ich auch, dass wenn man damit selbst nicht klarkommt,
es ist keine Schande, dass man sich psychologische Hilfe holt. Wissen Sie es denn, wie es der Kleinen in diesem Fall geht? Nein, das könnte auch ich nicht sagen. Ich fand es auffällig, ja, dass dieses Kind in der Dunkelheit abends nicht schlafen wollte. Aber wie es dem Kind wirklich geht, das wird die Zeit bringen. Es kann Auffälligkeiten in der Pubertät geben, muss es aber nicht. Also zunächst einmal fand ich sie sehr kalt. Also ich habe nicht gemerkt, dass sie sich überhaupt bewusst war, was sie angerichtet hat. Es gab kein Schuldanerkenntnis, was ich auch eigenartig fand, weil sie selbst Mutter ist. Wir haben sie während des Prozesses in der Pause auf dem Gang getroffen und sie war eher ablehnend. Ja, ich hätte sie eher als kaltschnäuzig, habe ich sie empfunden. Sie ist auch nicht hingegangen und hat gesagt, du Mensch, tut mir leid. Vielleicht auch ein nettes Wort an die Mutter. Ich meine, die waren immerhin mal beste Freundin. Da war gar nichts, nichts. Also eine Eiseskälte und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie wirklich bereit war, auch die Strafe anzuerkennen. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, die wollte da möglichst mit wenig Strafe aus diesem Prozess rauskommen. Es gab ja auch die Anwendung des Adhäsionsgesetzes. Da geht es um Täter-Opfer-Ausgleich. Und da ging es darum, dass die Beschuldigte eben 50 Euro im Monat zugunsten des Kindes zahlt an die Familie. Und da hatte ich das Gefühl, das war ein Drama. Also da war es war merkwürdig, also eine Eiseskälte und auch überhaupt keine Reue, kein gar nichts. Das war schon für mich als Frau auch interessant zu sehen, dass eine Frau so kaltschnäuzig sein kann, gerade wenn es um Missbrauch geht. Was sagen Sie denn im zweiten Verfahren? Also die Berufung war weitestgehend nicht erfolgreich. Das amtsgerichtliche Urteil wurde insoweit bestätigt, mit der Maßgabe, dass die einwöchige Jugendarreststrafe nicht zu vollziehen ist. Insoweit muss sie jetzt den Bewährungsauflagen nachkommen. Wenn sie den Bewährungsauflagen nicht nachkommt, muss sie die einjährige Jugendstrafe vollziehen, absitzen. Also auf dem Weg hat der Vorsitzende unmissverständlich gegeben, dass sie psychotherapeutische Maßnahmen weiterhin zu vollziehen hat, also mit der Tat an sich auseinanderzusetzen und dahingehend natürlich hier Vorkehrungen zu treffen, dass es halt nicht wieder zu so einem zu so einer Tat kommt und natürlich Drogenscreenings, dass sie keine weiteren, also dass sie Nachweise liefert, dass sie keine Drogen mehr zu sich nimmt. Also die Berufung wurde beschränkt auf den Straffolgenausspruch. Insoweit waren die Feststellungen im erstinstanzlichen Urteil nicht mehr Gegenstand des Verfahrens, sondern lediglich die Rechtsfolgen. Von Reue war hier allerdings nicht die Rede. Ja, auf mich persönlich hat sie den Eindruck vermittelt, dass sie halt den einwöchigen Jugendarrest hier in der Instanz halt vermeiden wollte und auch dahingehend Angst hatte. Aber letztendlich das nicht in Maßgabe zu dem, was ihr hier halt vorgeworfen wird, dass sie das hier nicht damit halt in die Wogen glätten könnte, durch den Schaden, der entstanden ist. Also ich bin ja auch noch heilpraktische Psychotherapeutin und nach dem Gespräch mit der Staatsanwältin ist mir jetzt klar, warum dieses Urteil eigentlich härter ist als das ursprüngliche, und zwar nicht nach dem Gesetz. Ist ihr zwar der Arrest erlassen, aber die sogenannten erzieherischen Maßnahmen, dafür steht ja unser Jugendgesetz, wenn ich das richtig verstehe, die psychische Strafe ist sehr viel nachhaltiger, weil sie muss jetzt ja langfristig beweisen, dass sie keine Drogen mehr nimmt mit den vierteljährlichen Tests und
Sie muss in die Forensik, um ihrem Leben Struktur zu geben, und zwar ein Jahr lang. Und da kommt sie auch nicht raus. Und damit ist es letztendlich wirkungsvoller als Arrest und auch natürlich eine größere Strafe, weil es bedeutet, dass man sich, also kein Mensch kann sich ein Jahr zusammennehmen oder lügen. Aber sie muss wirklich jetzt hingucken, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und dafür ist das letztendlich, wenn man es aus psychologischer Sicht sieht, eine sehr viel größere Strafe, als es vorher war. Wie haben Sie das Urteil aufgenommen? Eher schlecht. Also ich hätte mir tatsächlich mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich hätte mit der Haftstrafe gehofft. Rausgekommen ist eine Bewährungsstrafe mit etwas härteren Auflagen, aber ich bin der Meinung, damit wird die Frau nichts lernen. Oder daraus wird die Frau nichts lernen, nein. Ziemlich locker, denke ich mal. Also sie hat jetzt nicht irgendwie Reue gezeigt oder dass ihr da irgendwas nahe geht. Ich habe dann das Gefühl, dass sie damit sehr locker umgeht. Wir werden versuchen, damit abzuschließen, aber es ist natürlich schwer, weil es ist eine psychische Belastung, auch für uns und die Kleine. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt.